Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, dann wollen wir mal weitermachen mit unserem Windpark, ne? 5 Anlagen. Eine Vestas, eine Nordex. Und 3 Enercon. Ja. Fangen wir mal an. An welchem Turm sind wir denn? Ah, verstehe. E101. Hier soll eine E101 hin. Das ist ja überhaupt kein Problem, ne? Fliegen wir hoch. Und bauen die Gondel. So. Zuerst einmal die Schutzfolie, die Schutzabdeckung kommt wieder runter. 11:30. Ja, und dann fangen wir auch gleich mal an. Zuallererst gucken wir, wo sollen unsere Rotorblätter stehen. Da ist Süden, dann ist da Westen. Dann sollen hier die Flügel sein und hier soll die Gondel sein. Und das bei allen. Sobald wir das bei nur einer Anlage fertig haben, können wir das bei allen anderen ja auch gleich machen. Das heißt, wir können sehen, wie die gebaut ist, in welche Richtung die steht und können das dann so machen. Außer wir wollen eine Anlage bauen, die vielleicht mal eine Wartungsarbeit bekommt und somit in eine andere Richtung steht. Aber jetzt bauen wir keine, die eine Wartungsarbeit bekommen soll, sondern wirklich fertige Anlagen, die die auch einwandfrei funktionieren. Fangen wir an. E101. Los geht es. Ja, das Eisengitter, damit wir hier nicht in den Turm stürzen. Das wäre schon angebracht, ne? Erstmal brauchen wir einen Kreisumfang. Den bauen wir jetzt hier an der E101. Dafür setzen wir uns immer einen Block zur Hilfe. An diesen Hilfsblock setzen wir dann wiederum die passenden Blöcke an und reißen den Block zur Hilfe wieder ab. Oh, ich sehe gerade, ich habe schon einen Fehler. So, so muss das. Wie auf der anderen Seite. Die Frage ist jetzt, wie groß muss das Maschinenhaus eigentlich werden? Wir müssen das mit dem Kreis genau gleich machen. Wenn wir, ne, so dass das ziemlich genau kreismäßig wird. So, sollten wir jetzt schon hoch oder soll das Maschinenhaus noch einen breiter? Bei einer 3 Megawatt Anlage, so, jetzt müssen wir wieder einen zurückgehen und da jeweils 3. Dasselbe auch hier. Jetzt müssen wir wieder 2 setzen, damit das Ganze auch kreisförmig bleibt. Na, und dann wieder einen. Hey, der sollte weg. Dasselbe auch hier. Dann wieder 2, allerdings wieder anders bauen, nämlich so. Und darauf dann nochmal 3. Reicht das? Könnte schon zu groß sein, oder? Dann reißt man einfach nochmal die obere Hälfte des Kreises ab. Und versucht es von vorne. Na, ich muss mal gerade was gucken, ich bin gleich zurück, ne? Jo, für euch hat es jetzt nur eine Millisekunde gedauert, für mich war es ein bisschen länger. So, als allererstes machen wir mal den Regen aus. Boom. Ja, 1.9.4 Vanilla ist das. Ja. Von daher, da braucht man einfach nur schreiben, Toggle Down voll, ja.
So, dann machen wir mal so und jetzt machen wir das Ganze 3 hoch. Vielleicht wird das ja dann die Größe. Wir probieren es einfach. Für eine E101, 99 Meter. Narbenhöhe. Ja, ist schon ein bisschen besser. Das Maschinenhaus der E101 ist jetzt auch nicht ganz so schmal. Also, ich weiß, dass von der EP8 der E126 ist noch dicker, so auch der E112. Aber wir bauen ja keine E112, wir bauen ja auch keine EP8. Wir bauen einfach nur eine E101, wie sie im Windpark Niederheide 5-mal steht. Und ja, ne? Aber das Maschinenhaus ist auch nicht so klein wie bei der E82. Also deswegen müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen größer machen. Und ja, ich weiß, ich habe die E101 schon irgendwo, aber trotzdem baue ich sie euch jetzt einmal. Das kann eine Weile dauern. Ich weiß leider nicht, wie man bei OBS Speed macht, sprich Zeitraffer, wie ich das hier aufbaue. Bis ihr dann, naja, sich dann mit der gesamten Gondel fertig bin, dann würdet ihr in etwa sehen, wie ich das baue, aber ich muss erst noch rausfinden, wie macht man dieses Speed, also dass es ganz schnell bewegt. Ah, also Zeitraffer, genau. Ja, von daher, ne, baue ich das mal eben und das Video wird länger, deswegen überlege ich, dass ich pro Video nur eine Windkraftanlage mache. Die Rotorblätter, die wisst ihr ja in etwa, wie man die baut, aber naja, ne? So, dann brauchen wir Quarzsäule oder gemeißelter Quarzblock. Das ist euch überlassen, wie nachher der Generator ausschauen soll, damit man den Generator auch unterscheiden kann von allen anderen Dingen. Ne? Den kreisförmigen Generator, der den Strom produziert. Ja, müsst ihr entscheiden, was ihr für Material nehmt. Ich nehme jetzt mal Quarzsäule, das ist jedem selbst überlassen, weil, naja, ne, ich finde, man muss den Generator ja erkennen und da wir jetzt keine große Anlage bauen, kommt auch keine rote Farbe ins Spiel und so weiter. Und deswegen, naja, man muss den Generator ja wenigstens auch als Generator erkennen, damit man weiß, dass die Anlage auch einen Generator hat. Ihr seht, von Weitem kann man den Generator kaum erkennen. Aber wenn wir jetzt mal da hochfliegen, dann sehen wir schon, dass hier der Generator ist. So, das nächste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen die Gondel nach hinten noch um ein, zwei Blöcke vielleicht verlängern und dann müssen wir sie zumachen halt, aber nicht damit. Ja, da muss man zwischendurch, wenn man einen Bauabschnitt fertig hat und nicht weiß, wie in etwa das Ganze aussehen soll, muss man hier praktisch, naja, erst einmal die Bauparty hier bauen. Diese, ja, ne?
Und dann kann man ja gucken, ist das zu weit, ist das zu kurz, muss das vielleicht noch länger, muss das vielleicht kürzer, ja, um einen kürzer mal machen. So. Ja, ist doch schon besser, weil wir schließen das Ganze ja auch noch. Und hätte ich fast vergessen, hier müssen ja auch Lüftungen rein. Na, so. Für die Lüftungen nehmen wir ganz einfach, nehmen wir das hier. Und hier auch noch mal. Und hier auch noch mal. Dann haben wir hier diese Lüftungen quasi. Da können wir dann auch noch dieses Eisengitter vormachen. Das sieht dann noch ein bisschen mehr wie eine Lüftung mit Gitter davor aus. Ne? Und dann würde ich sagen, können wir schon weitermachen. Die Gondel müssen wir jetzt noch zuziehen. Also hinten, das Maschinenhaus. Dafür setzen wir hier wieder Hilfsblöcke an und mauern das Maschinenhaus nach und nach zu. Ein Block, der dient nur zur Hilfe, ne? Das ist dieser Block hier, Hilfsblock. Daran kommen diese zwei und der Block, der euch zur Hilfe dient, den reißt ihr wieder ab. Das macht ihr die ganze Zeit mit einem soliden Block. Das ist bei mir in dem Fall jetzt Quarz. Oh, kann bei euch ja im Fall ein anderer sein, ein anderer Hilfsblock, damit ihr den besser unterscheiden könnt. Aber ich kann das auch schon so unterscheiden, seht ihr ja. Oh, so, der erste Ring wäre geschafft. Ja, wie groß ist jetzt das Maschinenhaus? Damit man überlegen kann, denn ihr wisst ja, die E101 und auch die EP1 und die EP2 bei Enercon haben ja diese Eiform. Der Sinn der Sache, wenn ihr das Ganze mit einem Hühnerei vergleicht, die stumpfe Seite ist die Rotornarbe, die spitze Seite ist das Maschinenhaus. Das Maschinenhaus muss ein wenig spitzer sein als die Rotornarbe selber. Die Rotornarbe dagegen muss abgeflachter sein, weil es ist die flache Seite von dem Ei. Also es ist ja die flache Seite und nicht die spitze Ei-Seite, ne? Deswegen, da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, damit das Ganze nachher auch die richtige Form hat. Und ja, da ist ein bisschen Rumprobieren angesagt, vor allem wenn man das noch nie gebaut hat. Und ja. Ne? Da ist dann, wie gesagt, ein bisschen Rumprobieren angesagt. Und ja, das überlasse ich dann euch. Ihr seht ja, wie ich rumprobiere. Dadurch wird das Video schon wieder länger, aber da kann man nun mal nichts machen. Und ja, ne? Am Ende kommt noch die Warnbefeuerung rein und all das. Und oben noch dieser Art Korb drauf, wo man dann drauf stehen kann, etc. Aber erstmal muss natürlich die Gondel zu, hinten. Also, ne? Und die E101 hatte nie wirklich Flacharsch. Okay, jetzt zum Ende hin hat sie das. Aber naja, ne? Findet ihr, das sieht so okay aus? Oder muss ich wohl noch ein bisschen spitzer machen? Das werden wir gleich sehen, wenn wir die Rotornarbe gebaut haben. Ne, mit der Maschine aus mit Flacharsch wäre dann so gebaut. Da reißt man hier hinten das Ganze wieder nieder und baut diese Blöcke einfach ein. Wie in so einem Rahmen. Und dann seht ihr, ist das Maschinenhaus flach, ne? Aber in meinem Beispiel mache ich das jetzt nicht.
Naja, weil ich ein bisschen finde, dass das doof aussieht. Und ja, im Windpark Niederheide ist das ja auch noch nicht. Und von daher, es soll ja eine Anlage werden, wie die im Windpark Niederheide, die 5 Stück. Ja, zuerst einmal bauen wir die Rotornarbe. Als allererstes ist die 3 Blöcke weit, also 1, 2, 3 Blöcke lang. Ja. Ey, Leute, ich muss euch echt mal was ganz Komisches sagen. Die Deutsche Bahn wird immer hartnäckiger, was die Sicherheitsmaßnahmen angeht. Wer jetzt ohne Maske fährt, also wer die Maskenpflicht quasi vernachlässigt, der kriegt eine Strafe von dauerhaft Reiseverbot mit der Deutschen Bahn. Das bedeutet, man darf nie wieder in irgendeinen der Züge der Deutschen Bahn einsteigen. Das darf man dann quasi nie wieder. Das heißt, als gäbe es die Deutsche Bahn gar nicht. So muss man dann denken. Und ich bin jetzt nicht so der Kerl, der gerne Maske aufsetzt, muss ich sagen. Und deswegen, ne, habe ich euch ja auch schon in ein paar anderen Videos erklärt, etc. Ne? Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall die Bahn wirklich vermeiden und nie wieder Bahn fahren. Also die Bahn macht mir ehrlich gesagt langsam Angst, weil, naja, ich hoffe, dass ein paar Bahnleute auch mein Video sehen, damit sie das Ganze mal hören. Sie machen manchen Fahrgästen mittlerweile Angst, so auch mir, ja. Weil, ey, die übertreiben doch langsam echt völligerweise, ja. Erst heißt es ja, nie wieder Bahn fahren dürfen. Und dann heißt es auch noch, Geldstrafe oder was auch immer. Reicht es nicht, wenn man dann sagt, okay, der oder diejenige darf jetzt nie wieder Bahn fahren, für immer oder was, also dauerhaft, ne. Reicht das nicht aus? Muss man dann echt noch eine Geldstrafe verhängen? Also, ich finde das langsam echt doof. Wenn die Maßnahmen noch schlimmer werden, ich glaube, dann war's das mit mir. Dann werde ich alles hinschmeißen. Dann werde ich nur noch Minecraft zocken und Windräder bauen. Aber nie wieder zu echten Windrädern, nicht mal mit Fahrrad oder so. Ich bleib dann einfach zu Hause und, naja, ne, von daher. Weil das wird mir dann doch zu doof, muss ich ehrlich sagen. Das, habe ich mir anders vorgestellt. Und ja, wie findet ihr mein Maschinenhaus? Ist es nicht schön geworden? Ja, und das so ohne Bild. Überlegt mal, ohne Bild habe ich das Ganze gebaut. Hier vorne die Rotornarbe, hier hinten die Gondel, das Maschinenhaus. Ja, ne? So, hier wäre dann der Bordkran, also eine Seilwinde, die man, wenn man will, runterlassen kann. Hier, ne? Und, wir können den Bordkran auch noch etwas nach hinten verschieben. So, vielleicht, ja, dahin. Das wäre dann praktisch der Bordkran, der an jeder Enercon montiert ist. Ja, das ginge, da bleibt das nicht am Turm hängen. Ja, das wird benötigt für kleinere Lasten, die man dann nach oben ziehen möchte. Und ja, hier machen wir jetzt noch eine Falltür dran. Ich fühle mich gerade echt, ey, ich fühle mich so ein bisschen wie Lars LP, also der auch immer so viel über Minecraft zeigt und wie baut man was oder
Wie auch immer, ich fühle mich gerade echt wie der, also muss ich echt mal sagen, wenn ich das so sagen darf. Ja, weil ich baue ja jetzt quasi auch, ne? Ja, seht ihr ja, ne? Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der, muss ich echt mal sagen. Und, nur dass ich halt Windräder für euch baue, ne? Ja, ich würde sagen, so ist die falsche besser, ne? Auf und zu, ja. Von daher, wenn ihr halt das doppelt haben wollt, naja, dann müsst ihr das Maschinenhaus auch doppelt so breit machen. Statt 1, 2, 3 Blöcke müsst ihr dann hier noch einen dranhängen und hier noch einen dranhängen, damit ihr hier praktisch in der Mitte halt genug Platz habt, um so eine Art Doppeltür zu machen. Ich finde, das reicht schon so, so eine Falltür. Und ja, ne? Von daher, hier machen wir auch nochmal sowas hin. Ja, damit wir hier nicht in den Turm fallen, wenn wir hier drinnen sind. Hier muss ja auch noch einiges rein. Zum Beispiel die Warnbefeuerung. Genau. Zum Beispiel die muss hier rein. Und, naja, ne, muss ich noch bauen. Erstmal war das jetzt grob, um zu sehen, wie die Gondel gebaut ist. Für eine E101, ich meine, sieht doch auch wirklich danach aus, oder Freunde? Was sagt ihr? Ja, na und jetzt wird das Schwerste. Ich muss noch diesen Art Korb machen. Ich bin gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Hab mir mal gerade das ganze Ding angesehen. Wir brauchen hier. Ah. Hier soll jetzt der Kühler entstehen, ne? Nein. Hier. Oben. So, ja. Gar nicht so einfach, weil der hier auf der einen Seite höher ist, auf der anderen Seite ist er tiefer. Na. Das haut nicht hin. Dann machen wir das Ganze. Ah, das so. Hier muss schließlich noch der Kühler hin. Das Ganze ist aber gar nicht so leicht, wie es aussieht, Freunde. Ja, das muss ich erstmal irgendwie hier hinbekommen. Na, doof. Ja. Wie soll ich das denn machen? Das ist wirklich nicht so leicht, wie es aussieht. ja, das ist wirklich eins der schwersten Dinge. Ich gucke gerade, aber irgendwie, weiß ja auch nicht. Das geht hier irgendwie so schräg runter und wird quasi festgehalten. Ich kann das leider nicht anders bauen, weil ihr seht, wenn ich das hier mache, connectet das. Wenn ich das hier mache, connectet das da leider nicht. Da muss ich hier noch einen hinmachen. Hier an der Seite wäre die Warnbefeuerung.
mein Skin muss ich wohl noch wieder ändern. Bin hier noch nicht zugekommen, wird aber noch passieren. So, hier sind dann die Leuchten, ne? Die Warnbefeuerung. Es ist 12 Uhr, nicht wundern. Ja, die wäre hier. Das Schwerste wird jetzt die Leitung da hochzulegen. Weil, naja, ihr wisst ja schon, dass hier Redstone hin muss. Redstone, Redstone, Redstone. Der muss irgendwie da oben auf die Lampe. Ob das so geht? Ja. Machen wir hier noch einen höher. Und dann auf die Warnbefeuerung einfach drauflegen. Ja. Und schon müssten die Dinger leuchten. Wir testen das mal. Ja, super. Sie leuchten. Wir können das Ganze natürlich auch von hinten machen. Ist, glaube ich, einfacher. Redstone-Verkabelung. Das werde ich hier hinten verlegen und vielleicht den Block nehmen als Befeuerungsblock von unten drunter und das Ganze dann hier lang machen. So. Na? Gucken wir noch mal. Kein Fehler, sie leuchten immer noch. Jetzt müssen wir gucken, wo kommt der Tageslichtsensor hin. Da ist Westen, da geht die Sonne unter. Da ist Osten, da geht die Sonne auf. Am besten da, wo die Sonne aufgeht, weil ihr seht ja hier, sonst könnten diese ganzen Bebauungen hier im Weg sein. Und damit das nicht der Fall ist, weil die werfen leichten Schatten auf den Tageslichtsensor, somit misst der weniger Licht und es dauert länger, bis die Lampen ausgehen. Also am besten hier auf die Rückseite, aber die Frage ist nur, wohin? Dann müssten wir den wahrscheinlich hierhin verlagern. Dann müssen wir die Verkabelung doch nochmal anders machen. Na, wenn es nicht anders geht, geht's nicht anders, Freunde. Das muss man nun mal so hier machen und rumprobieren ist alles, ne? So. So. Ja, aber wenn wir den hier hinlegen, muss auch der Strom da weg. Dann sollten wir den Block nehmen, diesen Block hier und befeuern den von unten drunter. Dann kommt der Tageslichtsensor hier hin, würde ich sagen. Oder hier an der Seite so. Dafür machen wir da einmal eine Slab hin. Eine Steinstufe oder eine andere Stufe, völlig egal. Der Tageslichtsensor ist nämlich fast so groß wie eine Stufe. Hier seht ihr es. Die Stufe könnt ihr wieder abreißen. Ne, hehe. Hier wäre das Maschinenhaus dann aber offen. Haha. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir. Ja, oder wir verunreinigen das Maschinenhaus ein wenig. Ist ja nur ein wenig. So, indem wir hier einfach noch einen Block setzen. Es geht nicht anders. Ich würde es ja gerne anders machen. So. Dann hauen wir da einen Block drunter. Hauen dann nochmal einen Block dran. So. Dann sehen wir.
Ich komme da nicht rauf. So, jetzt schon. So, dann sehen wir, das muss so, ne? Wenn wir jetzt hier einen Block setzen, ihr seht, das schneidet das Redstone-Signal ab, ne? Seht ihr das? Das schneidet immer wieder das Redstone-Signal ab. Und damit das nicht passiert, sind hier halbe Blöcke quasi an der Reihe. So, seht ihr? Das Maschinenhaus ist von oben her geschlossen, aber dennoch ist im Inneren die Leitung verlegt und nicht abgeschnitten. Wenn wir jetzt mal anmachen, sehen wir hier der Redstone, der glüht. Ne? Ja. So. Bin hier genau unter dem Gitter gelandet. Scheibenleister, nochmal Scheibenhonig, nochmal. So. Dann machen wir das Ganze so. Und so. Dann haben wir ja auch einen Tageslichtsensor. Dessen Energiequelle brauchen wir schließlich, sobald es hell wird. Jetzt müssen wir erstmal... Das war der Block, ne? Ja. Hier drauf packen. So. Eine Redstone-Fackel. Ich muss ehrlich sagen, in anderen Maschinenhäusern, die nicht so eiförmig sind, sondern eher kastenförmig, wie bei Vestas, Nordex und so, geht das eindeutig besser als jetzt hier bei der E101. Ich muss erstmal gucken, wie ich jetzt am besten hier die Leitung verlege. Ja, das wird gar nicht so einfach werden. Und da muss auch der Tageslichtsensor angeschlossen werden. Da der Block hier, also da der Redstone ja in den Block reingehen sollte. Ne? Um halt dafür zu sorgen, dass die Fackel ausgeht. Diese Fackel muss aus, damit hier oben das Signal aus ist und damit auch die Leuchten aus sind. Ist das Signal an, dann sind auch die Leuchten an. Wir brauchen noch den Leuchtrhythmus. Dafür müssen wir uns jetzt eine Leitung bauen. Ja, ihr seht, wenn man hier förmlich das Innenleben noch mit einbauen würde, dann hätte man hier praktisch kaum noch Platz. Also deswegen erspart euch das. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich das Innenleben bauen. Aber ich baue das jetzt aus den Sicherheitsmaßnahmen mal aus Sicherheit mal nicht, damit ich hier besser den Platz nutzen kann für die Warnbefeuerung. So, also, wir brauchen eine Redstone-Fackel, die wiederum ein Signal erzeugt. Aber wo soll das Signal herkommen? So, würde mal sagen, ja, von diesem Block hier soll das mal herkommen. Der Redstone-Repeater da, der Tageslichtsensor muss dann auch dementsprechend mit dieser Fackel verbunden werden. Na, ich sehe ein Problem, was uns später in die Bredouille gebracht hätte. Wir machen das am besten so. Dann können wir von hinten, nämlich genau in den Block rein, anstatt von dem Block weg. Seht ihr? So. Na, hier wird das Signal erzeugt. Läuft dann hier im Modell durch drei Repeater voll aufziehen für die nötige Verzögerung. Ja, und dann läuft das hier rum, ne? Das heißt, wir müssen jetzt erstmal diese Leitung nach unten legen. Das können wir leider nicht mit Fackeln. Mit Fackeln kann man eine Leitung von unten nach oben legen, aber nicht von oben nach unten. Und deswegen müssen wir jetzt das Ganze erstmal runterlegen, treppenartig. Und gucken und hoffen, dass da kein
Redstone Repeater zwischen muss. Ansonsten müssen wir die Treppe nachher ein wenig umbauen, so dass da auch ein Repeater zwischen passt. Ja, das erste ist natürlich hier. Hier kommt einer hin, damit nicht immer... die Falltür auf uns zugeht. Ihr habt das Klackern gerade gehört. Na? Ja. Das Ganze führen wir hier rauf. Wir zählen mal. Von hier 15, ne? Wir reißen das Ganze nochmal ab, damit wir in etwa sehen... Ah, ne, nicht von da. Stopp. Nicht von hier. Weil wir haben ja eher einen Repeater. Da... zwischengesetzt schon. Von da müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das passt. 9 Blöcke passen, maximal 15. Ja, von daher, das hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir natürlich noch das Ganze hiermit verbinden. Mit dieser... Na, ich mache das Ganze jetzt so, weil wegen der... Seht ihr? Damit das nicht passiert, hau ich mir hier so eine Spur rein, die Andresen an exakt diesem Block hier vorbeiführt, damit der Block kein Redstone-Signal kriegt, damit die Tür, also die Falltür, zu bleibt. Jetzt hätten wir schon mal den Blinkmechanismus. Fehlt nur noch der Tageslichtsensor. Den müssen wir jetzt irgendwie hier noch anschließen, damit der die ganze Steuerung anhält. Und somit auch Lags, also, ja, so... so hakige Spielmomente gar nicht erst durchkommen. Dafür müssen wir erstmal eine Leitung wieder runterlegen. Ich sehe das Problem, der Tageslichtsensor, der muss hier wahrscheinlich um die Ecke gelegt werden, so, ne? Der muss hier irgendwie andocken. Mache ich mal wendeltreppenartig. Baue ich den runter. Hoffentlich sind das nicht zu viele Blöcke, denn je mehr Blöcke, je länger der Weg, desto länger dauert es, bis nachher das Signal ausgeht. Also bis nachher das Leuchten ausgeht. Das ist halt die Krux an der Nummer. Ihr müsst halt gucken, erstmal... sind das genügend Blöcke? Und wenn ja, dann... Na, wenn ja, dann... muss das Ganze halt funktionieren. Ihr seht, die Fackel blinkt nicht mehr, aber da unten blinkt es noch. Das ist kein gutes Zeichen. Es bedeutet, wir müssen... ja, wir müssen... reicht auch nicht. Wir müssen... hier irgendwie scheinbar einen Repeater einbauen, damit auch das Blinksignal in dem Moment aus ist. Ja. So. Damit hätten wir das. Ne? Ja, hey, raus da. So. Jetzt schalten wir mal auf Nacht. Und sie leuchten schon. Schalten wir die Zeit mal auf eine andere Uhrzeit. Auf eine andere Zeit. Na, ihr seht, es ist noch hell genug, aber sie leuchtet schon.
Ja, da gilt es rumzuprobieren. Ihr seht es schon. Das bedeutet, wir müssen von dem Tageslichtsensor hier müssen wir noch mal eine kleine Verlängerung machen für einen weiteren Repeater. Also einen Verstärker für das Signal zu verstärken. Der kommt hier hin, dann haben wir hier wieder Redstone und dann macht das Redstone hier wieder eine Kurve, ne? Und klettert dann hier wieder runter. Pardon? Ein weiter, weil sonst wird sich das hier nachher connecten und das darf nicht passieren. Niemals darf das passieren. Wir können das Ganze auch anders machen, indem wir hier dann einfach den Repeater setzen. So. Dann hauen wir das hier hin. Na, und dann setzen wir die Zeit nochmal auf 11.000. Und dann sehen wir, der Repeater leuchtet und setzt das Signal halt durch. Und ja, jetzt mal wieder rausgehen. Dann sehen wir, es leuchtet noch nichts. Muss ja auch nicht, es ist noch hell genug. Jetzt setzen wir die Zeit mal auf eine andere Zeit. So. Etwas dunkler. Und es beginnt zu leuchten. Ja, ich würde sagen, sobald man orangefarbenen Schimmer sieht und damit der Sonnenuntergang anfängt, würde ich sagen, lassen wir die Anlage mal anfangen zu leuchten, oder? Und das passt, das ist ziemlich passig abgestimmt gerade. Und ja, weil hier im Repeater kommt kein Signal mehr an und deswegen kann die ganze Anlage sich hier wieder in Betrieb setzen. Die ganze Blinksteuerung lässt das Maschinenhaus wieder blinken. Na, die Rotorblätter baue ich später ein. Ihr wisst ja, wie das ist. Habe ich ja, meine ich, auch schon mal ein paar Videos gemacht. Das war die E101. Aus freier Hand, ohne Bilder. Ich habe die oft genug gesehen, deswegen. Ja, ne, ich würde sagen, das war die E101 und wir sehen uns im nächsten Video wieder, dann mit einer der anderen Anlagen, vielleicht der E115 oder doch der E82E4 oder vielleicht auch einer von Vestas und Nordex. Mal schauen, wie wir weitermachen und ja, ne, hier sind die Rotorblätter, hier auch und auch hier unten drinne. Da ist das letzte, das dritte Rotorblatt. Ja, ne? Ach ja, noch eine Sache. Enercon Windräder haben ja immer so eine Art Übersprung, ne, auf den Turm. So eine Art Sicherung, so eine Art, ja, ne? Das können wir ja auch noch bauen, damit das Ganze noch realistischer aussieht. Und ja, das habe ich jetzt gerade gebaut. Und ja, ich würde sagen, das war's dann von der E101. Die Warmbefeuerung blinkt auch. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Teilt das Video mit Familie, Freunde etc. Vergisst das Abonnieren nicht. Und natürlich auch lasst ein Like da. Und also Daumen nach oben und ja, ne? Ciao mit V!